Und herzlich willkommen wieder zurück bei einer weiteren Folge von Fortnite, und zwar in der Brutal-Auftragsreihe, und zwar Seite 9, und zwar Way auf dem Hausdach. Und zwar, wir sollen 15 Lauschgeräte in einer Geisterstadt oder einer Thunderbolt 99, ja, sollen wir finden, ja. Und das werden wir jetzt einfach mal tun. Ich spiele Twin Peaks, aber nur, weil im Brutal, das ist einfach keine Herausforderung. Ich bin schon weiter als Brutal und die Auftragsreihe kam viel, viel später raus. Darum suche ich jetzt in Twin Peaks quasi eine Geisterstadtzone oder eine Thunderwood 99. So, ich bin gerade am Überlegen, was könnte man am schönsten spielen? Ich suche sowieso überlebenden XP, ich suche aber auch, was glaube ich noch viel wichtiger ist zurzeit, Ringtropfen. Das heißt, wir gucken einfach mal, ob wir hier eine schöne Ringtropfen-Mission finden. Oh ja. Was bist du? Eine Geisterstation? Oh ja, nice. Oh ja, nice. Es war eine Vier-Spieler-Mission, aber ich würde sie gerne spielen. Ich hoffe, dass wir uns gleich wiedersehen. Ich hoffe, dass ich jetzt auch ein Team finde. Und wir sehen uns gleich wieder auf der Karte beim Einsammeln der Lauschgeräte. Bis gleich. So, wir sind jetzt in der Mission. Das Team ist auch Gott sei Dank voll. Das ist schon mal sehr, 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 sehr positiv. Und jetzt müssen wir diese Lauschgeräte finden. Werde ich aber das Video, werde ich aber hier vorne mitnehmen. Sei ruhig. Sei ruhig. Gib mir das Blutloh. Ich denke mal, das wird ein Troll sein, oder? Ja, okay, es ist ein Troll. Wir nehmen es trotzdem mit. So, einen schönen dicken Crit. Und hier. Und zack. Und noch ein. Ah, schön. Den Treuer haben wir den ganz schnell besiegt, den Kollegen. So, zack. Zack. So, auf die Suche nach den Le Lauschgeräten. So. 15 Stück sollen wir davon finden. Ich hoffe, dass wir wenigstens eventuell die Hälfte finden. Ich weiß noch nicht, wie viele Missionen wir dafür brauchen werden. Okay. Oh, warte mal, hier ist irgendwas. Hier wird auf jeden Fall was angezeigt. Ach so, diese Masten. Muss ich einfach zerstören? Okay, ich muss die zerstören, die Masten. Ah, da wird wahrscheinlich wieder irgendwas rausdroppen. Also im besten Fall. Okay, Masten gibt es hier ein paar. Aber. Guck mal, da vorne ist noch einer. Die werden mir ja gar nicht so richtig angezeigt. Das ist ja natürlich sehr spät angezeigt. Also die Quote, dass hier was rauskommt, höchstwahrscheinlich ist mega gering. Ich habe auf jeden Fall da unten noch ein paar Ausrufezeichen gesehen. Okay, wir müssen hier dolle, dolle bei der Mission die Augen offen halten. Was ist das da vorne? Strohballen. Ist das denn eine Art Labyrinth hier? Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Ich zünde mal eine Drohne ganz kurz, damit die hinter mir mal Ruhe geben. So, pass mal auf. Da unten haben wir noch auf jeden Fall was gesehen. Ja, wo ich die Karte aufgemacht habe, gibt es auf jeden Fall Masten. Guck mal, da vorne ist einer. Machen wir ein bisschen schneller, so. So, hier ist ein Mast. Ah, Aufzeichnungsgeräte. So sehen die Dinger also aus. I'm feeling a bit loopy already. One second. I gotta tell people on the Vindernet what I think about the news. Spoiler alert, I think it's bad. No, nope. Pull it together, Ray. Desiree wants me out of the way, and we need to find out why. okay, ich sehe gerade, die Dropquote von den Masten ist extremst gering. Guck mal, wir haben gerade mal einen. Einen einzigen lausigen Masten haben wir quasi erfolgreich gelootet. Oh oh. Ich sehe Böses auf mich zukommen. Ich sehe da echt böse gerade. Dass ich diese Mission extrem lange hinziehen kann. Aber okay, die Missionen verfallen ja auch nicht. Also das ist ja jetzt kein Event oder irgendwas. Die sind ja immer da. Das ist ja quasi die neue Auftragsreihe im Brutal. Akt 2 quasi, kann man so sagen. Da oben waren wir schon, ja? Wir könnten mal in die Richtung gucken, ob es da noch irgendwo Masten gibt. Ansonsten, ja, das alles reinzukatten. Oh, das wird eine Arbeit. Das wird eine Arbeit, aber für euch tue ich das. Pass mal auf, ich gucke.
Ich gucke da vorne noch mal eine Runde hin. Also da würde sich jetzt eine Zone anbieten mit Lager zerstören. Das würde sich jetzt übelst anbieten. Aber na gut. Wie gesagt, wenn ich jetzt Masten finde, das aber jetzt nicht alles in der Mission hier, ich werde euch das alles reinschneiden, damit ihr quasi wisst, was Ray die ganze Zeit so sagt. Dann könnt ihr das mitlesen, wenn ihr das wollt. Füge Blue Glow hinzu, um den Start vorzubereiten. Okay. Sind die Kollegen schon dabei? Ah, okay, einer ist auf jeden Fall schon dabei. Ich würde sagen, pass. Oh, ich habe hier noch ein paar Masten. Ich würde sagen, ansonsten. Listening devices on what were probably telephone poles. I heard Desiree uses landmines to avoid the storm listening in. But I say, if there are landmines, why are they in the sky? Arr, check and matey. Set and match. Please keep working. I don't like feeling like this. Okay. Okay, diese Masten zu finden, das wird eine mega Aufgabe. Ich werde euch das trotzdem reinschnippeln. Ich hoffe, so gut wie es geht. Ich würde sagen, pass auf. Ich werde die Mission auf jeden Fall einmal zu Ende spielen. Wie gesagt, ich schnippe euch das rein. Ich schnippe euch das rein, wenn ihr euch dafür interessiert. Also bis, ja, gleich, bald. Je nachdem, mal gucken. Wait. I hear something. Third priority is finding fuel for the rift stabilization device. Wait. Do you hear something? Someone's on the line. I can hear someone breathing. Wrong again, genius. 17, get off this line. No! All right, I'm just gonna turn you off until this is over. Good luck finding me, Ray. I don't even know where I am. Schalte die Gegner aus, um das Lager zu räumen. Okay, let her rip! Why is she not ripping? Rip! I don't like this one. Here we go! I heard that. Heard what? I heard you say, here we go. That wasn't for you to hear. That was for the commander to hear. But the commander can't hear that because the commander is in home base. That was a close call, but I was smooth, so we're good. Well, this one's already busted. Let's try again, but shh, this time, okay? Don't give away the game by talking too much. Too late. Get this number. You don't sound good. The best option for you is to power down until my work is completed. I'm gonna power up. And you're honestly gonna be like, whoa, I knew her way back when. And you will be proud. Commander, you have to get her to power down for her own good. I'll be out of your hair soon enough. Spoke. Okay, this time, I'm gonna be good. Enough. You need to stop. I know you hate me! I don't hate you. I honestly never even think of you. What? That's so much worse! Why does it matter to you? Don't pretend you don't know. Find another one. It's not fun if they're already broken. It's like, where's the challenge? Seventeen, you really should come to home base. Kevin and the bots caught me up on what you do here, and they need you. Yeah, Nadoy. But you hate me, so I don't trust you. Where is this even coming from? I heard you and him fighting. Who? Dr. Vinderman? Again, Nadoy. Nadoy, Desiree! Look, calm down, alright? No! Yeah, whatever, forget that one.
17, you have to come back home. You're risking permanent damage. I know why you hate me, Desiree. I don't hate you. You said that I'm creepy and that what Dr. Vinderman did after you left was creepy. But I don't expect you to understand. But after I left, he programmed you to replace me. Your likes, dislikes, the way you sound when you speak, even your name. Of course, I didn't like that. No one would like that. He was a brilliant man, but that doesn't mean everything he did was right. It wasn't him. What? I said it wasn't... Hey. Hi. Dr. Vinderman didn't make me like this. I did it. The man's dead. You don't need to cover for him. I'm the one who changed my name, okay? And I started talking like you talk and liking what you like. Why? Because I thought you were so cool. And I wanted to be like you. And you would talk to me like I was real. Remember? I'm sorry, I really don't. I know. Right, wait. Or maybe I'll surprise you. Maybe I'll surprise you! Yeah, come get me, please. Where are you? Nobody knows. Poor Ray. Poor Ray on the rooftop! So, you're on the rooftop? I told you twice, Shakespeare. Whew, I'm back. Sorry about that. I'm really, really not supposed to leave home base. I thrive under pressure, and without it, I turn into a weird, upsetting puddle. Like a deep-sea fish. Get ready! We've got some catching up to do. 17? Ray? Sorry. Ray, what's the status on retrieving Seabot? Bad. Status is bad. Progress is... non-existent. Then I need you to multitask. We need fuel. Blue glow coming right up! Actually, we need something stronger. We're working on a recipe. Collect any traditional fuel you can find. Na hoppala, na hoppala, na hoppala, was ist denn da passiert? Da hat er einfach ein Mitspieler den letzten Hörer quasi aktiviert. Also, nee, den wollte ich mir extra aufheben, ja, und extra noch mal ein kleines Stückchen aufnehmen quasi mit euch. Da wurde das Ding einfach aktiviert. Ich habe eh gedacht, ja, komm, lässt du einfach mal eins über, ja, damit du das nochmal aufnehmen kannst. Ja, das andere hast ja quasi alles mehr oder weniger offline gemacht, ja, da haben wir ja nur die Texte jetzt von Way gehört. Da wurde das einfach aktiviert. Aber so sei es drum. Wir haben jetzt Way auf dem Hausdach komplett abgeschlossen und die nächste Mission, also quasi was denn in der nächsten Folge weitergeht, ist denn die Nachtschicht. Und zwar besorge Öllaternen in einer 58er Geisterzone. Das werden wir auch machen, aber das dann wie gesagt in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Bumble. Tschüss!